Wer nicht, muss jetzt hier. Ich darf Sie namens des Veranstalters der Steirischen Gesellschaft für Kulturpolitik sehr herzlich begrüßen. Wir begrüßen heute einen Freund, der in Graz und auf der Welt ein Bekannter ist. Einer, der gerne hierher kommt und dem wir sehr, sehr mögen. Wir freuen uns, dass Ernesto Kardinal hier ist. Ernesto macht diese Lesetournee aus Anlass des Jahres, in dem er junge 90 Jahre alt wird. Und für uns ist es auch ein Anlass, und da denken wir besonders in Österreich daran, dass Dietmar Schönherr, der mit Ernesto Kardinal eng verbunden war, im heurigen Jahr gestorben ist. Sie haben ja zusammen in Nicaragua über den Verein Pani Arte, Brot und Kunst, ein Kulturzentrum in Granada in Nicaragua gegründet, und das ist eine wunderbare Einrichtung, die das Talent junger Menschen fördert, das sonst in einem Land wie Nicaragua nicht geschehen würde, weil die Ressourcen einfach nicht so gegeben sind. Mit Ernesto Kardinal ist Lutz Grieche, der die Übersetzungen lesen wird und der ein guter Freund von Ernesto ist. Und ganz, ganz gute Freunde von uns sind auch mit. Die beste Gruppe, die lateinamerikanische Musik interpretiert, das ist die Grupo Sal. Und wir freuen uns sehr, dass auch Sie gekommen sind. Sie sind ja auch nicht neu in Graz. Sie sind irgendwie, so haben Sie mir heute gesagt, wieder mal nach Hause gekommen. Ich wünsche... Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Ja, ich muss wirklich sagen, dass in diesen 20 Jahren, in denen wir diese Konzertlesereisen mit Ernesto geplant haben, wir immer wieder in Graz Station gemacht haben. Auch mit Dietmar Schönherr, es ist schon weit über zehn Mal in Graz gespielt haben, und dass dieses Gefühl, zu Hause zu sein, immer stärker wird. Es ist uns eine große Freude, hier in Graz zu sein. Wir fangen mit einem Lied aus Argentinien an, und dieses Lied ist einem Strom gewidmet, dem zweitgrößten Lateinamerikas. Das ist der Paraná. Das Lied besingt diesen Strom. Es besingt die Menschen, die am Paraná leben und vom Paraná leben. Auch sie besingen ihn. Er ist wie ein Fluss, der unter der Haut ihrer Biografie fließt. Er schenkt ihnen Nahrung, Frische, Weite, und fließt immer stark in einer Osmose von Schicksal und Schönheit. Trasnochados Espineles.